Und herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Wir haben letzte Episode das Dorf erkundet und können jetzt das Dorf verlassen, nachdem wir sämtliche Bewohner eingefroren haben, weil wir die mysteriöse Truhe mit Fluffy darin beendet haben. Und das hier ist quasi die Weltkarte. Und ihr seht, da oben bewegt sich irgendwas mit. Da kann man nicht richtig erkennen, was das ist. Und das löst sich dann noch auf. Und ab und an, völlig random, man kann nicht immer erkennen, wo. Ah, hier noch nicht. Kann man dann halt irgendwelche Level betreten. Und das hier ist relativ eindeutig. Und gibt jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel zu zeigen bis dann. Ich gehe einfach mal straight rein. Letztes Mal schon gesagt, ich gucke zwar gerne hier und da mal, aber ich bin nicht derjenige, der jetzt überall jede Nische erkundet und mit jedem NPC gesprochen haben muss und so. Von daher, also ist, glaube ich, auch zum Gucken ein bisschen angenehmer, weil man dann vielleicht wirklich mal was sieht. Das also meinte der Weise, als der Turm sagte. Ja, es ist ein Turm. Welch ein unheimlicher Ort. Warte mal ab. Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich freundlich, unfreundlich? Also erstmal freundlich, weil wir wollen ja was von ihm. Alle Menschen im Dorf sind zu Eiserstaat, deshalb bin ich hier. Komm näher und betritt den Turm. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Vince, erfüllst du dein Schicksal? Ich weiß nicht, ich probier's. Kurzer Kommentar am Rande. Diese Ritterstatuen hier sind sick. Feier ich total. Oh, ich merke gerade, wir müssen erst die Waffe noch auswählen. So. Jetzt haben wir hier verschiedene Moves zur Auswahl. Das ist halt leider der Move, den man zu 90% der Zeit sehen wird, denn innerhalb dieses Moves ist man nicht angreifbar. Wenn du den hier machst, kannst du angegriffen werden, der ist halt stärker. Aber hier kann ich quasi munter durch die Gegner hüpfen und kann nur in dieser kurzen Spanne dazwischen getroffen werden. Schild haben wir auch irgendwo? Hier. Die Jungs hier nennen sich übrigens Hubas, glaube ich. Und viel wichtiger, eine Seele. Ich bin eine wandernde Seele. Alle Lebewesen wurden in Dämonen verwandelt. Befreie auch die anderen auf diese Weise. Alles klar. Körper zu Eis erstarrt, Seele entnommen und in Dämonen verwandelt ist natürlich uncool, gebe ich zu. So, das ist ein Kristall. Den brauchen wir, um sinnlose Magiedinge zu kaufen. Ist so dieses klassische Lauf ein bisschen mehr rum und du wirst belohnt damit, dass du sowas findest, Ding. Aber ist hier einfach nicht relevant. Es gibt ein paar wenige coole Sachen, einfach weil sie die ganze Map treffen. Das Problem bei den meisten Dingen ist einfach, dass du sie nicht ordentlich steuern kannst. Also ich glaube, der erste Ring ist so eine Art Feuerring, der alles vor dir mit Feuer versenkt. Und du musst dann aber ins Inventar rein und musst den halt auswählen. Und Schutzkleidung, gut zu wissen. Aber wenn du das gemacht hast so, dann wählst du ihn aus. Bist du sicher, dass du benutzen möchtest? Ja. Und dann steht er halt irgendwie immer so, wie er rauskommt. Mit dem Gesicht nach unten. Und der Flammenstrahl geht nach hier unten. Und dein Gegner ist halt zum Beispiel da oben. Das ist einfach nur dämlich. Aber genug gerantet. Weil das Spiel selbst ist eigentlich mega. Und ich will aber noch nicht erklären, warum es mega ist. Es ist auf jeden Fall das dramatischste
Super Nintendo-Spiel, das ich jemals gesehen habe. Also, da passiert richtig Stuff später. Und die Level-Up-Animation ist so befriedigend. Ja. Das ist ja das Ding hier. Ich stehe so halb in dem Gegner drin und solange ich nur schnell genug wieder raus. Blitzstiche hieß das genau, Blitzstich. Passiert mir ja nichts. Ne, deswegen im Regelfall ist das hier der Move, den man wählen muss. Später kommen Gegner, die nur mit einer bestimmten Attacke angegriffen werden kann. Da geht's dann. Aber so läuft man meistens so durch die Map. Kiste. Eine Heilknolle. So, die könnten wir uns jetzt auf den Shortstop legen. Ich mache jetzt nicht lange rum. Wir würden jetzt lange rumlaufen und würden feststellen, oh, es geht gleich nach oben. Und dann irgendwann würden wir entdecken, ah, hier, guck mal, da, Fenster ist auf. Das weiß ich noch. So. Es ist tatsächlich einfach ein super befriedigendes Kampfsystem. Es hat immer mega Spaß gemacht. Und die Bosskämpfe sind ab einem gewissen Punkt einfach übel. Also ich glaube, Terranigma beherbergt eine der härtesten RPG-Endbosse ever. Und ich habe jetzt schon Angst, auf sie zu stoßen. Terranigma war, vor allem was das Kampfsystem angeht, für damalige Welten, ist halt echt ambitioniert. Warte mal, hier bin ich hergekommen. Wo muss ich hin? Da oben. Ah, hier. Okay. Die sind halt auch, also jeder Gegner hat halt unterschiedliche Anfälligkeiten. Bei dem ist der Blitzstich einfach auch der effektivste, glaube ich. Und du hast eine Crit-Chance. Dann leuchtet die Farbe wunderbar auf und ist halt höher. So, wer bist du? Hi. Vince, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen, doch manche besitzen eine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Okay. Cool. Greift die eigentlich auch irgendwann an? Tut ihr. Okay. Die Erde findet sich kurz vor ihrer Errettung. Okay. Es ist jetzt für Christa eine, weiß auch nicht, mutige Beschreibung für ein kleines Dörfchen. Aber wir kriegen gerade erste Hinweise, was es damit auf sich hat. Ich weiß noch, dass diese Animation ewig lang dauert. Also ich kann auch gerade nichts drücken oder so, ne? Er steht halt einfach da.
Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Das ist erstmal eine Info, mit der wir nicht so viel anfangen können. Also jedenfalls nicht als Charakter. Aber die ersten Dorfbewohner werden sogleich aus ihrer Starre erlöst und Melina ist mit dabei. Ergo ad absurdum rennen wir natürlich sofort panisch ins Dorf zurück. Und gucken nach, was sich verändert hat. Ja, vielleicht sprechen wir erstmal mit den Weisen. Die Jungs sind alle noch erfroren. Fragen nach Turm, Fragen nach Truhe, Gähn. Fragen nach Truhe. Was hat es mit dir auf sich? Die Truhe stammt aus der Oberwelt. Aha. Öffnet man sie, so wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Oberwelt. Okay. Da sind wir wieder bei dem Ding aus dem Intro. Es gibt eine Oberwelt, es gibt eine Unterwelt. Und wenn man sich die World Map so anguckt, kann man sich die Frage stellen, zu was man hier wohl gehört. Ob man in der Ober- oder in der Unterwelt unterwegs ist. Als ich hier zu mir kam, wusste ich, dass ich meine Rettung nur dir verdanke. Vince, mein Held. Ich weiß, für wen dieses Webstück gedacht ist. Vince, da du uns so mutig geholfen hast, will auch ich dir helfen. Ich werde all meine Liebe in dieses Webstück legen. Das finde ich schön. Aber tatsächlich scheint hier offensichtlicherweise sonst gerade nichts zu passieren. Bedeutet, wir rennen gleich los zu Turm 2. Und beleben ein paar der Dorfbewohner wieder. Gut, also, wer sich das hier anguckt, kommt, glaube ich, relativ schnell drauf. Kristalle, Lava, wir sehen irgendwas da oben, das sich mitbewegt. Wir sind tatsächlich in der Unterwelt. Also, ist eigentlich auch klar, ne? Wenn der sagt, die Truhe ist aus der Oberwelt und das Gleichgewicht der Unterwelt wird gestört, wenn man es öffnet und wir öffnen sie und die ganzen Leute erstarren, dann war der Hinweis relativ klar. Okay, diesmal ohne Gesicht. Aber was geht uns das alles an? Wir wollen einfach erstmal nur unsere Freunde und Dorfbewohner wieder wecken. Ich versuche tatsächlich übrigens nicht allzu viel zu leveln. Also ja, ich besiege alles, was uns auf dem Weg so entgegenkommt. Aber ich denke, ich werde jetzt hier keine Trainingssessions oder irgendwas einlegen. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihren Stirnen. Okay. Ah, das ist zum Beispiel grün-rot. Ich will erstmal gucken, ob wir alles andere haben. Einfach damit die Bosskämpfe ein bisschen knackig bleiben. Außer vielleicht bei der Hadeshexe. Vielleicht trainiere ich da vorher noch. Die macht mir Angst. Mal gucken. Okay. Ha. Die war übrigens nicht gemeint. Der Magier starrt dich böse an. Vince erwidert den Blick. Die kann dich einfrieren. Also erstarren lassen quasi. So, Knopf, den drücken wir doch einfach mal. Und ich sehe schon. Wir müssen separat. Ich dachte, wir kommen hier hinten nochmal hoch. Kristall, Seele, Gold. Immer her damit. Ah, nein. Verdammt. Okay, es despawnt relativ schnell.
So, und jetzt kommen wir hier aber wirklich nicht runter, oder was? Verdammt. Also nochmal von vorne. Gold ist tatsächlich was, das nehme ich immer ganz gerne mit. Das könnte auch ein Nachteil sein, wenn ich hier keine Trainingssessions einlege. Du kannst relativ gutes Equipment halt einfach kaufen. Einige findest du und das meiste kaufst du aber. Ist hier irgendwas in der Mitte? Nö. Die Musik war auch großartig. Nicht übertrieben, nicht langweilig. Habe ich immer gerne gehört. Ich glaube, am Anfang mit den Türmen haben sie immer dieselbe Musik genommen, aber später variiert sie halt stark. So. Türme sind halt relativ kurz tatsächlich. What do you want from me? Ah, okay. Okay, eins reicht nicht. Dann hier selbe Position. Kristall nehmen wir auch noch mit. Und da ist er wieder. Das Schöne ist, nicht nur, dass man Dinge werfen kann, man kann Dinge unterschiedlich weit werfen. Also übertrieben weit. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. Okay, diesmal ohne Dämonenbeschwörung. Ja, es folgt wieder eine ewig lange Animation, die ich mal nutze, um zu trinken. Ich habe keine Ahnung, warum ich euch das gesagt habe. Ich bin es nicht gewohnt, Let's Plays zu kommentieren. Man sehe es mir nach, ich bin tatsächlich auch einfach nervös irgendwie. Okay. Also, abgesehen davon, dass wir die Sehne Dorfbewohner zurückholen und Dämonen töten, scheinen wir tatsächlich auch in der Oberwelt irgendetwas auszulösen. Oder in der Unterwelt. Keine Ahnung. Und mit jedem Turm scheinen wir irgendetwas aus dem Meer zu holen. Letztes Mal war es Eurasien. Und wie haben sie es hier genannt? Genau, Südamerika. Dieses Mal. Zwei Seelen, okay. Soweit ich mich erinnere, kann man übrigens niemanden vergessen. Also ganz egal, ob du die Monster befreit hast, wo die Seelen drin sind oder nicht, wenn du den Turm abgeschlossen hast, dann hast du quasi immer alle Seelen mitgenommen.